sind die Akten von der Frau Humboldt noch. Die müssen nachher auf Station gebracht werden, ja? Ja. Der Kollege weiß Bescheid. Ja, ist gut, du weißt, ja, alles klar, gebe ich Ihnen. Genau. Guten Tag, danke. Mein Name. Ich habe eine Schülerin im Auto, die ist mit ins Gäste die Treppe runtergestürzt. Ja. Ich denke, die ist vorne direkt vorm Eingang. Ich komme sofort mit Ihnen. Silvia, kannst du einmal nachkommen? Genau, direkt. Die soll direkt einen Rollstuhl mitbringen. Ja, genau. Wir sind schon mal hier draußen. Hallo. Smarka, mein Name. Was ist denn passiert? Ja, böse gefallen, okay. Alles klar. Die 14-jährige Linda war zuvor in der Schule mit ihren Inlineskates gestürzt. Weil sie über schlimme Schmerzen in Armen und Beinen klagt, wurde sie von ihrer Lehrerin in die Notaufnahme gebracht. Auch David, der Freund des Mädchens, ist mit dabei. Also erzähl, was ist passiert? Ich bin in der Schule die Treppe runtergefallen. Ja. Und ich bin auf meinem auf den Arm gefallen. Mit Skates okay. ist sie gefahren. Mit Skates, auf der Treppe in der Schule? Okay. Linda, ich verstehe dich überhaupt nicht. Ich meine, du weißt doch ganz genau, was die Schulordnung sagt. Und du machst auch sonst nicht solche Sachen. Und dann die Treppe runterfahren. Hm. Also wie unvernünftig kann man denn sein? Das ist natürlich echt gefährlich. Also, ja. Also ich bin nur ein bisschen verwundert, weil sie ist echt immer so eine total korrekte und liebe. Okay. Und dann sowas. Gut, wir gucken jetzt erstmal, was du genau hast. Hier am Oberarm, da tut nichts, wie das geht, ja? Linda, dein Vater kommt auch. Also ich habe ihren Vater angerufen, der ist auch auf dem Weg. Es tut wirklich weh, der ist bestimmt gebrochen. Können Sie nicht gleich eingipsen? Wir gucken gleich, ob der gebrochen ist, ne? Dafür müssen wir noch ein Röntgenbild machen. Aber erstmal müssen wir die Wunden versorgen, weil so können wir dich nicht ins Röntgen schicken, ne? Hallo, guten Tag. Hallo. Der Vater, alles ist gut. Was passiert? Was hast du gemacht? Ich bin die Treppe runter. Ach du meine Mit Skates bitte. Gefahren ist sie die Treppe runter. Ja? Was machst du denn für Sachen? Warum fährst du denn mit Skates? Ich kenn sie so überhaupt nicht. Du siehst so ein bisschen schweißig aus. Ist dir irgendwie... Oh mein Gott. Kannst du einmal gerade Temperatur messen? Ja. Ja. Na, dann gucken wir einmal noch mal das gerade ab und dann geht's gleich zum Röntgen, ja? Wir sind so aufgerufen, wir sind sofort losgefahren. Ja. Soll mich erschrecken? Aber gerade heute, meine Mutter, hast du doch Sport, gell? Und beim Sport, da fährst du mit 39,2, das ist natürlich hoch, ne? Das ist sehr hoch. Hör mal, du hast relativ hohe Temperatur. Das hat jetzt nichts mit deinen Verletzungen zu tun, ne? Also so schnell kann nach einem Sturz keine Temperatur irgendwie durch die Verletzung auftreten. Ja, heute Morgen auch schon schlecht. Bist du irgendwie erkältet, hast du einen Magen-Darm-Infekt gehabt die Tage oder irgendwas? Oder sonst irgendwas gehabt? Du hast auch keinen Husten oder kriegst schlecht Luft oder Bauchschmerzen, irgendwas. Sonst hast du gar nichts, ja? Nein, nur der Arm. Dann nehmen wir gerade einmal noch Blut ab, bevor sie zum Röntgen geht, dass wir das direkt wegschicken, ne? Weil wir müssen gucken, ob du irgendwelche Entzündungswerte im Körper hast. Auf mich hat das junge Mädchen sehr eingeschüchtert gewirkt, sehr introvertiert und sehr beschämt irgendwie. Also ich konnte die Situation zu dem gegenwärtigen Zeitpunkt nicht wirklich einschätzen, aber sie war schon sehr... für sich. Irgendwas stimmt mit ihr in den letzten Tagen aber nicht. Was meinst du damit? Sie hat sich so ganz distanziert und komisch verhalten. Okay, aber jetzt nicht. Du musst jetzt nicht immer total lieb und nett und freundlich sein, oder was? Eine Ausstrecke. Aber ganz anders als sonst. Aber kann damit irgendwas sein, dass du irgendwas hast, dass du ein bisschen kränklich warst oder sowas? Hast du gar nichts gemerkt? Okay. Der Freund von der Linda hatte ja angegeben, dass sie irgendwie in den letzten Tagen so ein bisschen verändert war, sehr distanziert und auch sich von ihm nicht mehr irgendwie hat berühren lassen wollen. Sie wollte davon nichts wissen, aber es deutete alles irgendwie darauf hin, dass sie irgendein Problem hat, das sie nicht zur Sprache bringt. Dass die Ärztin mit dieser Vermutung richtig liegt, wird sich später noch zeigen. Nachdem sich die Lehrerin des Mädchens verabschiedet hat, wird Linda zum Röntgen gebracht. Diese Zeit nutzt der Vater der 14-Jährigen für ein vertrauliches Gespräch mit Dr. Saskia Smolka. Ja, ich bin auch alleinerziehender Vater. Meine Frau ist vor 5 Jahren gestorben. Und ich weiß momentan noch nicht weiter, ihr zu helfen. Ich meine, sie ist jetzt auch gerade im Alter. Und ich glaube, das können Sie sich gut vorstellen. Ich meine, sie hat jetzt seit ein halbes Jahr jetzt zusammen. Ja, ein halbes Jahr ungefähr. Ein halbes Jahr sind wir zusammen. So ein lieber Kerl eigentlich, gell? Aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Es gibt so gewisse Frauengeschichten, die man dann vielleicht nicht unbedingt, ne? Ja, deswegen klar. Verschließt sie sich mir auch jetzt noch nicht mehr so offen, die redet auch nicht so mit mir. Und ich weiß auch nicht, wie ich mit ihr reden soll. Na ja, gut. Das sind halt alles so Punkte. Ist halt schwierig, das verstehe ich auch. Ich glaube, ich hätte auch nicht mit meinem Vater besprochen unbedingt, ne? Ja. Na gut, wir gucken jetzt einfach mal, was da rauskommt beim Labor und bei deinem Röntgen. Und dann schauen wir mal nachher, ob da irgendwo wirklich noch ein Problem ist. Okay. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Gerne. Ich würde Sie einfach bitten, so lange vorne zu warten. Sollen wir die Sachen mitnehmen, oder? Ja, das ist gut, weil hier zwischendurch andere Patienten reinkommen. Nicht, dass die nachher 2 davon haben, ne? Okay, alles klar. So.
Oha. Das sind direkt die Nächsten, ja? Alles klar. Entschuldigung, dass Sie warten mussten. Wir hatten da gerade noch einen Fall. Smolka, mein Name. Was kann ich für Sie tun? Ich bin Clara und ich habe seit einigen Tagen ganz starke Atembeschwerden. Okay. Und das Gefühl, als hätte ich irgendwas so im Hals stecken. Ja. Gut, wir gehen einfach direkt mal ins Behandlungszimmer, dann schauen wir uns das genauer an. Können wir einfach folgen. Kann ich mal hier auf der Liege Platz nehmen. Ich schnapp mir auch schon mal ein Stethoskop direkt. Genau, also seit ein paar Tagen, sagen Sie, haben Sie das? Ja, ich glaube ungefähr 3 Tage. Okay, sonst irgendwie Infekterscheinungen, Fieber oder Kopfschmerzen, Halsschmerzen, sowas nicht. Einfach nur, dass Sie schlecht Luft kriegen, so ein bisschen belegte Stimme haben Sie, ne? Ja, ich habe auch so ein bisschen Schmerzen im Brustkorb. Okay. Allergien irgendwas vorbekannt? Heuschnupfen, sowas in der Richtung, Asthma? Nichts bekannt, sonst auch eigentlich gesund. Vielleicht liegt es an Ihrer schiefen Nasenscheidewand. Okay, das ist bekannt. Ja, genau, das wurde mir schon mal gesagt. Okay, gut. Aber die Nasenscheidewand hat sie natürlich schon seit Ewigkeiten schief. Wenn sie sagt, die Beschwerden sind jetzt seit ein paar Tagen erst aufgetreten, ist es unwahrscheinlich, dass das damit zusammenhängt. Ne? Also das kann mal zu Schnarchen führen, aber sonst macht man... Schnarchen nachts echt wie ein Holzfäller. Okay. Gar nicht, nein, ich schnarch gar nicht. Schnarcht sie so viel, so laut, oder was? Ruf ich mal an. Warum soll ich den anrufen? Ruf ich mal an. Was hast du damit zu tun? Ist das ja was. Und jetzt? Was kommt jetzt? Warte. Oh. Was bist du? Nein, das bin ich nicht. Was bist du? Das haben Sie als Klingelton. Ja, das ist doch voll süß, oder? Das ist aber fies. Selbstverständlich schnarchen wir nicht. Ja, das behauptet jeder für sich, dass wir nicht schnarchen. Gerade wir Frauen geben das sowieso nicht gerne zu. Aber als wir dann mitbekommen haben, dass der Freund das Schnarchen aufgenommen hat und auch noch als Klingelton für sich gespeichert hat, ja, irgendwo ist es schmeichelhaft, aber irgendwo ist es auch ein bisschen frech. Die Nasenscheidewand führt bestimmt zu dem Schnarchen, ja. Ne, das können Sie auch irgendwann vielleicht mal abklären lassen. Die kann man auch richten lassen oder so, das macht der HNO-Arzt. Aber gut, das glaube ich nicht, dass das jetzt Ihre akuten Beschwerden bedingt, ja. Ich höre Sie einmal gerade ein bisschen ab. Ja. Einmal mit offenem Mund tief ein- und ausatmen. Alexander Heckamp, bitte in den Behandlungsraum 2. Einmal noch mal gerade hinstellen, dann höre ich noch mal vom Rücken ab. Ja. Genau, die Haare ein bisschen zur Seite. Noch mal mit offenem Mund, nee, am besten direkt zu mir, genau. Mit offenem Mund tief ein- und ausatmen. Hm, okay. Also es pfeift so ein bisschen in Ihrer Lunge, muss man sagen. Ne? Okay. Passt dazu, dass Sie auch so ein bisschen Röcheln belegt sind. Ich würde vorschlagen, wir machen ein Röntgenbild. Einfach um zu gucken, da kann man mal sehen, ob da irgendwelche Infiltrate sind oder ob irgendwas zu sehen ist in der Lunge. Ne? Das Pfeifen, was ich bei der Patientin beim Abhören festgestellt habe, spricht letztlich für so eine Verengung der Atemwege. Dadurch wird die Luft da ein bisschen durchgepresst und macht eben diesen pfeifenden Ton. Es kann verschiedene Ursachen haben, eben sprich Asthma und natürlich auch eine Bronchitis und sonstige Dinge, die die Atemwege verengern. Auch ein Fremdkörper kann eben so etwas hervorrufen. Während die 26-Jährige in der Radiologie untersucht wird, bleibt der Ärztin Zeit, sich wieder um die junge Inlineskaterin zu kümmern. Noch immer ist fraglich, wie die 14-Jährige auf die Idee kam, die Schultreppe mit Rollschuhen bezwingen zu wollen. Genau, da haben wir hier deine Röntgenbilder und dann kann ich dir direkt Entwarnung geben, da ist nichts gebrochen, ne? Das ist alles gleichmäßig, alles gut. Sehr gut. Aber was? Sicher? Ganz sicher, du hast dich nur geprellt, ne? Du hast da die paar Schürfwunden, gebrochen ist da nichts, ja? Alles super. Was ist los? Freust du dich etwa nicht, dass dein Arm in Ordnung ist, dass er nicht gebrochen ist? Klar, es wirkt sehr enttäuscht, ne? Das wirkt irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ne? Also irgendwie verstehe ich die Welt nicht mehr. Ich habe das Gefühl gehabt, dass Linda irgendwie enttäuscht war, dass der Arm nicht gebrochen war. Freu dich doch, dass das nichts gebrochen ist. Nicht zum Sportunterricht. Nein, du kannst damit nicht zum Sportunterricht, ne? Allein wegen der Wunden, da brauchst du dir keine Gedanken machen, wenn das der Grund sein sollte, ne? Okay, gut, dann gucken wir direkt auch mal hier aufs Blutbild. Also CRP, das ist der Entzündungswert und auch die Leukos sind beide so ein bisschen erhöht. Wir bekamen dann auch die Laborwerte von der Linda und darin zeigten sich alle Entzündungsparameter erhöht, sprich ein hoher CRP und auch erhöhte Leukos, was einfach dafür spricht, dass irgendwo im Körper eine Entzündung ist, was natürlich auch zu ihrer deutlich erhöhten Temperatur passte. Aber es gab bisher gar keinen Fokus. Wir wussten überhaupt nicht, woher diese Entzündung herkommen sollte. Okay, wir hängen dir jetzt erstmal gleich eine Infusion an und ein bisschen Flüssigkeit und was das Fieber senkt. Und dann werden wir in die weitere Diagnostik einsteigen, ja? Aber kann ich davor noch mal auf Toilette? Ja, klar. Sollen wir den Rollstuhl noch mal holen? Ja, genau.
Bitte? Ich schon hin. Ganz sicher? Ja, möchtest du selber laufen? Ja, ich will nicht alleine laufen. Ja, schon hin. Komm mal mit. Okay. So. Bist du sicher, dass du geht's? Okay, es geht nicht. Warte, warte, warte. Achtung, einmal umdrehen direkt. Geht das? Alles okay bei dir? Alles okay? So. Ja? Alles in Ordnung? Okay. Ist das Saskia? Ja. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber ich habe ja gerade gesehen, die hat Blut im Genitalbereich. Was? Gut. Was ist denn da passiert? Also nicht gut. Becken? Tut irgendwas weh? Bist du darauf gestürzt? Nein. Als wir Linda wieder vom Boden aufhelfen wollten, bemerkten wir plötzlich eine Blutung im Bereich ihrer Oberschenkel, die darunter lief, die wir vorher nicht bemerkt hatten, die, glaube ich, aber auch noch nicht da gewesen war. Das mussten wir natürlich dringend direkt weiter untersuchen. So, ich würde die jungen Herren beide einmal bitten, das Zimmer zu verlassen. Dann, das wäre wirklich nett, wenn wir jetzt rausgehen, einmal erstmal ab, was sie sagt. Sie auch, ist, bitte, ja? Okay. Gut. Ich taste mal so ein bisschen hier deinen Bauch ab. Unterbauchbereich. Tut das da irgendwo weh? Da tut's weh. Ja? Okay, das ist eher so Richtung Genitalbereich, ne? Wie ist das denn bei dir mit der Periode? Hast du die schon? Ja? Das erste Mal ist das jetzt? Oder hast du schon das erste Mal? Okay. Bist du denn schon beim Gynäkologen mal gewesen damit? Also beim Frauenarzt? Noch nicht, ne? Okay, gut. Also ich würde sagen, wir lassen die Gynäkologen da immer drauf gucken. Ne? Okay. Im Zusammenhang jetzt mit der hohen Temperatur. Beim eingehenderen Untersuchen stellte sich dann fest, dass die Linda leichtes Ziehen im Unterbauch hatte und so einen leichten Druckschmerz. Das passt natürlich alles dazu, dass sie eben vorher geschildert hat, sie hat zum ersten Mal ihre Periode. Das ist ja was absolut Übliches, dass Mädchen dann eben Beschwerden im Unterleib haben. Aber was immer noch überhaupt nicht in dieses Bild passte, war einfach die hohe Temperatur und die hohen Entzündungswerte. Dass auch dafür im weitesten Sinne die Regelblutung des Mädchens verantwortlich ist, werden die Kollegen der Gynäkologie noch feststellen. Derweil kommt die Patientin mit den Atemproblemen aus der Radiologie zurück. Die Bilder ihrer Lunge liefern eine erstaunliche Diagnose. Okay. Ja, das ist ihre Lunge, ne? Die ist soweit frei, also es sind keine Stauungen, keine Infiltrate, aber das fällt sicherlich auch Ihnen als Laie auf, dass das da nicht hingehört, ne? Das scheint irgendein Kleinteil zu sein, was Sie irgendwie eingeatmet haben, ne? Okay. Ist gar nichts Wildes, man muss das natürlich nur da rausholen, ja? Okay. Das machen die Kollegen in der Bronchoskopie. Ne? Schon operiert werden? Das ist, nein, nein, das ist keine OP. Sie kriegen eine kurze Narkose, ne, dass sie ein bisschen schlafen, damit sie das nicht mitkriegen. Und dann gibt es ein Gerät mit so einer kleinen Kamera, mit der kann man dann da reingehen und mit einer Zange bröckelt man dann den Fremdkörper raus und dann sehen wir eben, was es ist. Okay. Ja? Es ist natürlich immer gefährlich, einen Fremdkörper in der Lunge zu haben. Sprich, dass sich einfach da ein lokaler Infekt bildet, aber auch, dass einfach die Lunge nicht mehr richtig belüftet wird. Und das kann natürlich zu dauerhaften Schäden führen. Um die zu vermeiden, wird die Lungenspiegelung sofort durchgeführt. 2 Stunden später geht es der 26-jährigen Clara schon deutlich besser. Denn der Fremdkörper konnte erfolgreich entfernt werden. Ja, schauen Sie mal, was ich hier habe. Das haben wir rausgeholt. Eine halbe Erdnuss. Wie die jetzt da reingekommen ist, ist mir gerade ein Rätsel, aber okay. Ja, tatsächlich haben wir hier eine Erdnuss in ihren Bronchien gefunden und das scheint der Übeltäter gewesen zu sein. Ich habe gar keine Erdnüsse gegessen. Warum lachst du jetzt so? Ja. Du weißt doch noch, wo du mir da diese Brühwürfel in den Duschkopf gemacht hast, oder? Ja. Wo ich dann den ganzen Tag stinkend auf der Arbeit arbeiten musste. Ja, das weiß ich. Und da du ja so schnarchst, dachte ich mir dann abends, ich steck dir eine Erdnuss in die Nase und warte da so lange, bis du sie wieder ausschießt. Aber da ist halt nichts passiert und dann bin ich auch eingeschlafen und Ich dachte, die ist vielleicht so wieder rausgefallen, als ich wohl aufgewacht bin. Deswegen das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ja doch, das war meine Retourkutsche für die Brühwürfel-Aktion. Eine Erdnuss? Ich stell dir mal vor, ich werde daran erstickt. Scherze sind ja gut und schön, aber vielleicht ein bisschen gemäßigt da in Zukunft, ne? Genau, sonst, ich will Sie jetzt hier nicht als Dauergast in der Ambulanz sehen, ja? Streiche spielen finde ich in Ordnung, da bin ich dafür, mache ich auch gerne. Aber das hier war wirklich gefährlich und jeder Fremdkörper, gerade in der Lunge, überhaupt im Körper, ist wirklich, kann lebensbedrohlich werden. Patientin Clara und deren Freund Marcel haben Glück gehabt und dürfen nach Hause gehen. Die 14-jährige Linda kommt hingegen nicht so glimpflich davon. Denn die Ergebnisse der gynäkologischen und radiologischen Untersuchungen bereiten der Ärztin Kopfzerbrechen. Ja, hallo zusammen. Haben sich hier alle eingefunden? Ja. Alles in Ordnung. Ich würde einmal ganz kurz mit ihr alleine sprechen, die beiden Herren noch einmal rausbitten.
Und anschließend erkläre ich Ihnen dann auch genau, was Sache ist, ja? Brauchen sich keine Sorgen zu machen, ist nur was, was man unter Frauen vielleicht kurz ein bisschen besser klären kann. Okay. Ja? Nur einen kleinen Moment draußen genau, warten, die ja? Schwester nimmt immer mit, genau. Gehen Sie einfach hier vorne hin. So. Und, wie geht's dir? Ruf sie dann gleich besser. Besser? Okay. Du warst ja jetzt bei dem MRT. Und ich weiß nicht, die Kollegen haben das ja sicher auch schon erzählt. Ne? Ich erkläre das noch ein bisschen genauer alles. Die haben halt einen Fremdkörper gefunden und haben das ja dann auch direkt schon entfernt. Und das war ja ein Tampon. Ne? Und anscheinend war dieser Tampon auch schon ein bisschen länger in deinem Körper. Also im MRT hat man so eine Flüssigkeitsansammlung da drumherum schon gesehen. Ne? Das zeigt auch immer eben, dass dein Infektfokus ist, was auch dann dein Fieber und deine erhöhte Temperatur erklärt. Das, was sich bei Linda ereignet hat, ist letztlich ein sogenanntes Toxic-Shock-Syndrom. Das tritt gar nicht so selten auf, häufig eben dann, wenn junge Mädchen vergessen oder nicht wissen, dass sie den Tampon entfernen müssen und der eben für längere Zeit im Körper bleibt. Im allerschlimmsten Fall, wenn der Tampon eben nicht früh genug entfernt wird, kann das auch mal bis zum Multiorganversagen und auch bis zum Tod führen. Du sagst es jetzt, du hast zum ersten Mal deine Tage, ne? Schämst dich auch so ein bisschen dafür? Ja. Ist das der Grund, warum du dich von deinem Freund so zurückgezogen hast? Ich wollte nicht, dass er mich eklig findet. Okay. Aber war das auch der Grund, warum du da diesen Unfall, hast du den absichtlich gemacht? Was ja? In der Schule passiert ist, der Unfall. Was war denn da genau? Ich hatte an dem Tag sonst, ich hätte sonst noch Sport gehabt und... Okay. Ach, verstehe. Da wolltest du nicht mitmachen und wolltest einen Grund haben? Ich wollte nicht, dass das jemand sieht. Ich meine... Ach Mensch, du arme Maus. Ist doch alles gut, hm? Ich kann die Linda sehr gut verstehen. Es ist ein junges Mädchen, die das erste Mal ihre Periode kriegt. Sie hat keinen Ansprechpartner, die Mutter war verstorben. Und es tut mir so leid, dass sie wirklich diesen Höllentrip im übertragenen Sinne da mit sich getragen hat und das so versucht hat, mit sich alleine auszumachen. Und die Lösung, die sie hatte, also dass sie so weit gehen konnte, das fand ich schon erschreckend. Genau, also ich habe jetzt einmal mit der Linda ein bisschen gesprochen. Mussten wir erstmal unter vier Augen klären, weil das ein bisschen Frauenthema ist, hatte ich ja vorhin schon erklärt. Um das Problem des Mädchens nicht vor dessen Freund David zu besprechen, deutet die Ärztin nur an, dass Linda Beschwerden mit ihrer ersten Regelblutung hat. Außerdem legt sie dem alleinerziehenden Vater nahe, in Ruhe das Gespräch mit seiner Tochter zu suchen. Sie kriegt jetzt noch ein bisschen Antibiose, bleibt noch ein paar Tage bei uns, wird dann auf die Kinderstation, wie gesagt, verlegt dafür noch. Auf lange Sicht sollten Sie vielleicht einfach mal gucken, dass Sie mit ihr gemeinsam einen Termin beim Gynäkologen vereinbaren. Ne? Ja, also am besten bei einer Frau, weil ich glaube, sie hat so ein bisschen Probleme, sich da zu öffnen. Ne? Ihr ist das sehr unangenehm, sie ekelt sich vielleicht auch so ein bisschen davor. Ich glaube, das war auch der Grund, warum sie sich vor dir so ein bisschen vielleicht zurückgezogen hat die letzten Tage. Genau, weil sie so ein bisschen distanziert war. Ja, ne? Weil sie das einfach ihr selber unangenehm war. Also, dass Linda sich nicht getraut hat, mir über ihre erste Periode zu berichten, das kann ich mir irgendwie nicht verzeihen. Weil irgendwie möchte ich ja schon, dass Linda mir zu 100% vertrauen kann und immer zu mir kommen kann, wenn irgendwas ist. Und was hat das jetzt mit dem Unfall auf sich, mit den Inlineskates? Ja, genau. Ja, ihr war das so unangenehm, sie wollte nicht am Sportunterricht teilnehmen. Und hat halt jetzt einen Grund gesucht, der sie zwingend vom Sportunterricht befreit und hat gedacht, wenn sie stürzt, sich irgendwas bricht oder wie auch immer, dass sie dann eben nicht zum Sportunterricht muss. Ja. Drüber, Mann. Ja, also das ist natürlich... Eine sehr rabiate Methode, um das zu vermeiden. Gut, ich glaube, sie wird es sicherlich nicht noch mal machen. Sie ist eigentlich ein ganz vernünftiges Mädchen, habe ich den Eindruck. Aber das Thema war hier halt jetzt echt einfach unangenehm. Okay. Ja? Gut. Dann gehen wir zusammen noch mal rein und dann... Nach 5 Tagen durfte Linda die Klinik verlassen. Ihrem Vater hat sie sich mittlerweile anvertraut. Sie hat versprochen, in Zukunft immer gleich mit ihren Problemen zu ihm zu kommen und sich nicht mehr leichtfertig in Gefahr zu bringen.